Warum sind grüne Smoothies nicht zwingend gesund? Warum solltest du grüne Smoothies unbedingt selber machen? Und warum ist gesunde Ernährung die Basis für dein vitales Leben? Darum geht es heute in diesem Video bei Grün und Gesund. Ganz herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema grüne Smoothies. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich Ralf Brosius hier heute im Interview. Schön, dass du da bist. Ralf, herzlich willkommen. Grüß dich, Andreas. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, ich habe gerade schon gesagt, die Themen, worum es heute geht, darüber wollen wir gleich sprechen. Grüne Smoothies, ja, warum soll man die überhaupt selber machen? Es gibt eine gewisse Entwicklung beim grünen Smoothie. Du verfolgst den ja schon sehr, sehr lange. Und ich will dich erstmal ganz kurz vorstellen. 2006. Wer dich noch nicht kennt, da hast du eine Diagnose bekommen, nämlich Lungenkrebs. Und das war für dich der Auslöser, dein Leben radikal umzustellen, insbesondere was die Lebensführung und Ernährung natürlich anging. Und hast es dann geschafft, deinen Lungenkrebs tatsächlich zu heilen, was eine sehr spannende Geschichte ist. Und seitdem trinkst du täglich grüne Smoothies. Ja. Und das ist natürlich, wunderbar. Und deshalb zeichne ich das auch aus als perfekten Interviewpartner heute, um genau über dieses Thema zu sprechen. Denn du hast mir im Vorgespräch auch schon gesagt, du verfolgst wirklich seit sehr langer Zeit die Entwicklung vom grünen Smoothie. 2009 warst du beim Nachtcafé auch mal mit dabei, live im Fernsehen und wahrscheinlich einer der ersten, wenn nicht der erste, der im deutschen Fernsehen einen grünen Smoothie zubereitet hat und mal in der Runde dort rumgereicht hat. Den Link zu diesem Interview, den gebe ich auch gerne hier in die Shownotes unter das Video mit drunter. Ja, genau. Und grüne Smoothies heutzutage, es hat sich alles ein bisschen verändert. Ne? Also wenn ich jetzt auch zurückdenke, am Anfang grüne Smoothies war immer ganz klar, grüne Smoothies selber mixen. Und heute, wie sieht es heute aus, Ralf? Du bist auch oft auf Messen unterwegs, bist ja auch Hersteller für grüne Smoothie-Mixer, hast ein Buch geschrieben. Da kriegst du einiges mit. Also dein Buch Wildkräuter, mein Lebtritt aus der Natur, gehen wir auch später noch drauf ein, vielleicht mal kurz. Was ist so dein Bild? Wie nimmst du das wahr heutzutage? Ich nehme heutzutage wahr, dass die Industrie Zug um Zug in ganz kleinen Schritten und sehr subtil, natürlich auch über die Medien und das Marketing in manipulierter Form, das Thema grüne Smoothie sich zu eigen macht und uns erklärt oder suggeriert, dass wir das eigentlich gar nicht mehr selber machen müssen, sondern wir können das fertig kaufen. Es gibt so kleine tiefgefrorene Smoothie-Blöcke mit Weizengras und Obst da drin. Oder man kann die pasteurisierten grünen Smoothies, Fläschchen mit allen möglichen Zutaten in der Industrie hergestellt für 2 Euro, 2,50 in jedem Bioladen oder auch Supermarkt mittlerweile selber kaufen. Und ich sehe auch, dass die Verbreitung zugenommen hat, weil es bequem ist. Und genau diese Bequemlichkeit war schon immer unsere Schwachstelle, als die Industrie begonnen hat, sich um unsere Ernährung zu kümmern, damit wir mehr Zeit haben, um arbeiten zu gehen, um die Familie zu kümmern oder um Spaß zu haben. Die Industrie hat sich darum gekümmert, das Essen für uns vor- oder zuzubereiten. Seitdem ist das Wort Bequemlichkeit natürlich ein Lockvogel, der es den Menschen, die viel Druck haben und viel Zeit eben fürs Geldverdienen aufbringen müssen, auf dem Weg zur Industrie natürlich ebnen. Und dahinter steckt aber, und das darf man nicht vergessen, immer wieder auch ein Verlust an Vitalstoffen. Dahinter steckt immer ein Verlust an Lebensenergie und auch Lebensfreude. Denn die Rohkost hat ja nicht umsonst eine zunehmende, und auch das vegane Essen hat ja eine zunehmende Fangemeinde, weil da mehr Nährstoffe zu finden sind, weil dort die Zubereitung sehr schonend ist, weil eben roh gegessen wird mit allen Nährstoffen, die die Pflanze hervorbringt. Und das hat ja auch seinen Grund. Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon bei der Frage, nämlich warum sind grüne Smoothies nicht zwingend gesund? Ne? Also auf der einen Seite convenient, Zubereitung, also instantmäßig als Pülverchen oder in Flaschen, in Grünglasflaschen, hochpasteurisiert, 150 Grad. Wenn man das mal ausschüttet, ist das überhaupt nicht mehr grün. Ja, steht ein grüner Smoothie drauf im Regal. Ich dachte auch, es darf nicht wahr sein, als ich das erste Mal gesehen habe. Inzwischen gang und gäbe. Kriegst es ja auch mit, auf vielen Messen, wo das vertrieben wird. Ja, das geht genau dahin. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, Nährstoffe. Und das ist aus meiner Sicht auch genau dann die Antwort auf die Frage, warum grüne Smoothies
nicht zwingend gesund sind, wenn man denn das als grünen Smoothie bezeichnen möchte, was da im Regal uns angeboten wird, im Supermarkt. Ja. Und die Vitalstoffe sind eben genau das, was den grünen Smoothie auch ausmachen. Definitiv, definitiv. Chlorophyll spielt eine große Rolle, ganz klar. Aber auch viele andere Nährstoffe, die die Pflanze ja aus dem Boden nach oben bringt und die Sonne produziert dann über die Photosynthese des Chlorophyll und das verbindet sich alles in den grünen Blättern zu einer Nährstoffbombe, zu einem Nährstoffpaket, das am besten mit einem Hochleistungsmixer aufgespaltet wird, mit Zugabe von Bio-Obst in hochwertiger Qualität, am besten saisonal. Vielleicht darf ich es mal ganz kurz zeigen. Ich habe so einen kleinen Teller vorbereitet. So könnte ein grüner Smoothie aussehen, bevor man ihn mixt. Das sind saisonale Zutaten. Ja, halt so ein bisschen höher, dann sehen wir es noch ein bisschen besser. Okay. Ja, das sieht doch lecker aus. Weintrauben, Birnen, Pflaumen, das, was saisonal gerade reif ist und angeboten wird, das sollte auch immer in einem Smoothie verarbeitet werden. Genau, aber das ist ja nur der eine Teil vom grünen Smoothie, nämlich das Zentrale, was ihr eben gerade gesagt, Chlorophyll, das kommt jetzt sicherlich auch noch ins Bild. Da gibt es zwei Möglichkeiten für die, die in der Stadt leben oder wenn es im Winter keine Wildkräuter gibt, dann bekommt man sowas hier zum Beispiel. Das ist die Petersilie, eine Nährstoffbombe. Das ist wirklich Superfood aus Deutschland, kombiniert mit Spinat oder Mangold. Man kann auch Rucola nehmen oder Postelein. Ähnliche Dinge sind ja auf den Märkten und in den Bioläden im Winter verfügbar. Das sollte man dann mit Obst kombinieren oder jetzt, da es noch viele Wildkräuter gibt, könnte das zum Beispiel so aussehen. Das habe ich vor einer halben Stunde auf der Wiese schnell zusammengepflückt. Da sind drin Spitzwegerich, da ist drin Wiesenlabkraut, da ist drin roter Klee, da ist drin Löwenzahn und Wiesenkerbel. Und das ist alles nicht nur essbar, sondern auch genießbar. Und mit dem Obst, das wir dazu tun, haben wir natürlich hier eine Geschmackskomponente, die ist unschlagbar gut, weil sämtliche Nährstoffe werden erhalten und auch aufgespalten. Mit einem Hochleistungsmixer ist man in der Lage, bis auf die Zellulose alles aufzubrechen und dann an die Nährstoffe heranzukommen. Und man spürt den Unterschied. Jeder, der das mal probieren möchte, der sollte mal einen grünen Smoothie aus dem Regal, aus dem Markt, mal neben einem selbst kurierten grünen Smoothie und dann vielleicht in der Blindverkostung mal beide probieren und man merkt ganz schnell, wo die Qualität ist und wo die Energie steckt. Und genau. Und der Geschmack ist sicherlich das eine, natürlich, aber die Inhaltsstoffe sind natürlich dann das eigentlich Entscheidende. Denn wenn ich mir jetzt einen grünen Smoothie aus dem Regal kaufe und ja denke, ich tue mir jetzt was Gutes, grünen Smoothie to go oder so, ja, also unterm Strich sind eben bei pasteurisierten Sachen, und das ist ja, wir reden ja wirklich von 150 Grad, wenn ich mir dann mal auf diesen Flaschen anschaue, was dann drin ist, da steht da höchstens noch Eiweiße drauf, Kohlenhydrate, Fette und das war's. Ja? Vielleicht noch eine Hotline, wo ich anrufen kann. Und wenn ich dann mal anrufe, kriege ich dann die Auskunft, wenn ich mal nachfrage, warum sind da keine Vitamine und Mineralien da drin? Nicht nachweisbar. Okay, weil alles verdampft, sag ich mal. Ja? Also 150 Gramm soll ja dann noch übrig bleiben. Wenn man jetzt interessanterweise mal in so einem Edeka geht und sich mal das Hundefutter anguckt oder mal das Futter für den Hamster oder sowas, da steht ganz viel drauf. Müsst ihr mal machen, wenn du mal, oder du auch mal, wenn du mal irgendwo bist im Supermarkt, da steht dann drauf Vitamine B12, Vitamin D, Mineralien, Phosphor, Eisen, alles, keine Ahnung, schön aufgelistet. Und das wird schon Glanz von den Tieren. Aber bei uns, selbst wenn man jetzt mal Athletikgläschen nimmt oder sowas, da ist nichts drauf. Wichtig ist nur, dass alles schön frei ist von, Bakterien und diese ganzen Geschichten. Ja, das muss alles schön steril sein. Ja, und viel Zucker muss drin sein. Viel Zucker und alles, genau. Aber Nährstoffe finden wir dort erschreckenderweise keine mehr. Und damit haben wir im Prinzip auch schon die Antwort, warum ein grüner Smoothie nicht zwingend gesund ist und warum er eben selbst zubereitet werden soll. Denn wenn er selbst zubereitet wird, dann sind diese ganzen guten und wertvollen Inhaltsstoffe ja drin. Ja. Und auch noch schön aufgespalten, weil sich heutzutage kaum noch jemand die Mühe macht, lange und gründlich zu kauen, wobei man es natürlich auch hier machen sollte. Genau, ja. Also es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und Geschichte mit grünen Smoothies und das, was da heutzutage passiert und auch was mit der Industrie da passiert, wo wir die Nährstoffe da einfach gar nicht mehr so auf den Teller bekommen und die meisten oder die wenigsten kriegen das überhaupt noch mit, was denn da eigentlich passiert. Ein anderer Punkt ist das
das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich mir ein halbes Jahr lang den grünen Smoothie kaufe, ja, dann habe ich quasi schon so viel Geld ausgegeben, um mir einen Mixer zu kaufen. Und dann, wenn ich selber mixe, habe ich ja auch die Kontrolle über das, was drin ist. Dann ist es frisch und dann ist es wirklich das, was ich selber gemixt habe, auch mit meiner eigenen Vorliebe für gewisse Geschmacksnuancen. Und ich bekomme natürlich eine viel größere Menge. In einen Mixer passen 1,5 oder 2 Liter grünen Smoothie hinein, den man richtig pürieren kann in 30, 40, 50 Sekunden. Und allein diese Menge, die ich schon aus einem Mixvorgang heraushole, würde im Bioladen frisch gekauft, also mindestens 10 Euro kosten. Und das auf Dauer wird einfach richtig teuer. Man hat also A, weniger Geld im Geldbeutel und man hat weniger Nährstoffe in den Zellen. Und beides ist ja eigentlich keine gute Entscheidung. Du hast jetzt gerade gezeigt, Wildkräuter und auch Spinat, beziehungsweise du hast über Petersilie, das hast du gerade uns gezeigt, ins Bild gehalten. Wenn ich jetzt mal ausgehe von jemandem, der sich vielleicht jetzt relativ frisch mit dem Thema auseinandersetzt, grüne Smoothies, und mit Wildkräutern jetzt keine Erfahrung hat, gut, dem würde ich jetzt auch empfehlen, vielleicht mal lieber das Spinat mal für den Start mal zu nehmen oder eben Petersilie, was, wie du gesagt hast, ja auch echt ein Superfood ist. Mhm. Bei Wildkräutern, willst du da uns vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Also die gibt's kostenlos draußen, das ist ja wunderbar. Genau. Wie stehst du dazu, wenn jemand da einsteigt? Es gibt Bücher, die beschreiben die Qualität von Wildkräutern, haben Fotos oder Zeichnungen als Abbildung, um sie identifizieren zu können. Es gibt Wildkräuterkurse, es gibt Wildkräuterwanderungen, die sind hilfreich. Und auf der anderen Seite, es gibt 5, die gibt es eigentlich in ganz Deutschland. Das ist die Brennnessel, der Löwenzahn, der Spitzwegerich, der Giersch. Und das Wiesenlabkraut gibt es eigentlich überall. Es gibt andere noch, die findet man vor allen Dingen im April, im Mai und im Juni. Dann ist die Hochzeit der Wildkräuter. Da gibt es eigentlich die meisten. Aber durchs ganze Jahr bekommt man diese 4, 5 oder 6, bekommt man eigentlich immer und überall. Und die sind auch sehr leicht zu identifizieren. Die meisten Kinder kennen schon Löwenzahn. Brennnessel kennt in der Regel auch jeder. Ja, eigentlich schon, weil jeder schon mal daran wehgetan hat, genau. Und wenn man die 4 oder 5 kennt, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite und kann loslegen. Da kann man nichts falsch machen. Die Dosierung ist eine Frage von, wie soll es schmecken und wie schnell möchte ich eine Wirkung erzielen? Denn wir haben auch schon Fälle gehabt von einer Überdosis Wildkräuter, wenn also Bitterstoffe und der Entgiftungsprozess, der in Gang gesetzt wird, zu schnell und zu stark stattfindet, dass die Leute Kopfschmerzen bekommen, dass ihnen ein bisschen übel wird. In dem Falle, man reduziert die Wildkräuter, man erhöht den Obstanteil und schon weiß man, in welche Richtung man sich entwickelt. Und das Schöne ist, man kann experimentieren, man kann jeden Tag eine andere Geschmacksnuance. In meinen Rezepten, in den 5 Rezepten für Sommer- und Wintersmoothies, sind auch die Obstsorten und auch die Zutaten wie geschälte Hanfsamen oder eingeweichte Leinsamen immer wieder auch genannt, um eine Variation vom Geschmack her und von den Inhaltsstoffen zu erzielen, damit man ein möglichst breites Band an Nährstoffen in jedem Smoothie zu sich nimmt und damit die Grundversorgung oder die Gesamtversorgung vielleicht sogar auch für unsere Zellen gewährleistet ist. Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, du hast netterweise mal 5 Rezepte zusammengestellt von grünen Smoothies, die man das ganze Jahr über mixen kann, um da mal eine Idee zu kommen. Wie gesagt, wir wollen ja wirklich ganz gezielt diejenigen ansprechen, die am Anfang stehen und einfach da sich ein bisschen weiterentwickeln möchten. Und die Rezepte, die du dort vorbereitet hast, die gibt es direkt unter dem Video, den Link blenden wir da auf jeden Fall ein. Vielen Dank schon mal dafür. Willst du ein bisschen uns was zu den Rezepten vielleicht mal sagen, damit wir eine Idee davon kriegen, was wir denn da so alles reinpacken können? Also, wir haben eben über die 5 beliebtesten oder die am meisten oder am besten verfügbaren Wildkräutersorten gesprochen. Die sind immer eine gute Wahl. Man kann die auch mit Biogemüse mischen, also Mangold zum Beispiel ist eine gute Wahl, Spinat, Petersilie, Rucola, Postelein. Man kann auch Grünkohl dazu nehmen. Grünkohl hat aber ein sehr hohes
Potenzial. Muss man bei der Zubereitung achten, dass man den Strunk in der Mitte rausschneidet, dass es nur wirklich das Grün ist von den Blättern. Bei den Wildkräutern hat man die fünf, die man eigentlich überall findet. Oder man schaut in einem Buch nach, wenn man unterwegs ist, spazieren geht und sieht Wildkräuter. Man kann nachschlagen. Man sieht an der Blätterform oder an der Blütenform, um was es sich dabei handelt. Und fängt eigentlich ja, mit Trial and Error, sagt man. Man versucht einfach, sich daran zu tasten. Nimm dein Lieblingsobst, meinetwegen Orange und Bananen. Jetzt weniger Äpfel, dafür mehr Birnen. Wenn dann die Apfelsaison losgeht im September, Oktober, November, dann natürlich bevorzugt bitte die alten Sorten, nicht die Hybriden, die überzüchteten Sorten, die es in jedem Supermarkt gibt. Denn die sind auf Fruchtzucker gezüchtet. Die haben eine viel zu hohe Menge an Fruchtzucker, ist nicht gut für unseren Blutzuckerspiegel, aber die alten Sorten, die noch so ein bisschen säuerlich schmecken, wie Cox Orange oder Boskop oder Annemarie, die haben eigentlich noch ein ausgewogenes Verhältnis von Zucker und Säure und die machen natürlich ernährungstechnisch auch mehr Sinn und sind auch besser verträglich. Man sollte nicht unbedingt den Fehler machen, in die Zuckerfalle zu tappen und da auch zu bleiben. Am Anfang ist es gut, wenn man sich Smoothies ein bisschen süßer zubereitet, weil es soll ja auch wirklich schmecken. Jeder hat da ein anderes Bedürfnis von Zucker. Aber im Laufe der Zeit vielleicht den Zuckeranteil ein bisschen reduzieren und den Grünanteil ein bisschen erhöhen, sodass man nach ein paar Wochen oder Monaten bei ungefähr 50-50 ist. 50-50 heißt, wenn ein Mixerbehälter gefüllt ist bis oben mit grünen Blättern und Obst, dass man ungefähr die Hälfte des Behälters Obst ausmachen kann und die andere Hälfte grüne Blätter. Hm. Ja, und manch einer, der geht sogar noch darüber hinaus, weil das ist hochinteressant, der Geschmack verändert sich wirklich. Ne? Also am Anfang ist es gut, süß zu haben und irgendwann merkt man, boah, das ist mir zu süß. Der Geschmack verändert sich und dann viele berichten davon, dass sie wirklich sagen, sie fangen an, das Grün zu lieben und Bitterstoffe drin, die enthalten sind. Das Ganze, dass man einfach den Wunsch hat, da mehr von zu haben. Man fühlt sich plötzlich satter. Ja. Man merkt plötzlich, dass Kaffee nicht mehr schmeckt. Raucher berichten, dass die Zigarette plötzlich nicht mehr schmeckt. Ja. Das Gewicht geht runter und so weiter. Es gehen also sehr, sehr viele positive Eigenschaften damit her, wenn man den grünen Smoothie denn eben selber macht. Und ja, warum passiert das? Das sind wirklich die Nährstoffe. Ne? Also das ist ja das, was uns heutzutage vorenthalten wird in der Standardernährung. Und damit können wir uns auf einem sehr einfachen Weg die Nährstoffe durch das Pflanzengrün, das ist ja eigentlich der Schlüssel des grünen Smoothies, uns die wieder zuführen. Und die Wildpflanzen sind natürlich da eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wenn man sowas hat, eine Wiese wie du, dass man da mal ein bisschen was pflücken kann, das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Und ansonsten gibt es eben auch die Alternativen, dass man die Petersilie nimmt oder Grünkohl, nehmen wir auch mal sehr, sehr gerne im Winter. Ja. Ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Lass uns vielleicht ganz kurz noch über den Mixer sprechen. Ja. Der Mixer ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Utensil. Also ich sehe es immer wieder, günstigste Mixer, 20, 30 Euro werden angeboten mit grünem Smoothie-Bild drauf und so. Was hältst du davon? Wenn jemand einen kleinen Geldbeutel hat, wenn jemand herausfinden möchte, liegt mir das überhaupt, morgens mir statt einem Brötchen, einer Semmel, ein grünes Smoothie zuzubereiten, dieses Ritual, diese Prozedur, will ich herausfinden, wie schmeckt mir das überhaupt und möchte ich das eigentlich morgens oder ist mir der Espresso und mein Brötchen lieber, dann halte ich das schon für vernünftig, mal für 50 Euro sich einen kleinen Mixer zu kaufen, um zu sehen, ob man mit diesem Ritual und mit diesem Geschmack einigermaßen klarkommt. Allerdings hat das natürlich ein Handicap, weil Leistung kostet Geld und auch beim Mixer, beim Hochleistungsmixer gibt es viele Punkte, die dafür sprechen, aber auch die haben auch ihren Preis und so kann man sich vielleicht als Einstieg mit so einem einfachen Modell doch zurechtfinden, um den Einstieg zu bejahen und zu sagen, oh Mann, das ist wirklich mal was anderes als morgens immer das Brötchen mit Marmelade oder Käse. Das möchte ich machen und dann schaut man sich nach einem vernünftigen Mixer um. Man kann ja den kleinen Mixer dem kleinen Bruder oder der großen Schwester schenken oder was auch immer. Das geht ja nicht verloren, aber die Qualität, die wir möchten und die auch wichtig ist, damit wir dabei bleiben, denn der Körper, jede Körperzelle spürt natürlich ganz genau, welche Energie da jetzt produziert wird und das
alle Leute, die dabei geblieben sind oder die es da hineingezogen hat, die so eine Art Junkie, grüner Smoothie Junkie geworden sind, können das bestätigen. Unsere Körperzellen verstehen die Sprache, die in diesen Nährstoffen drin sind, sofort und setzen das um und sagen, ich will diese Energie, ich will mehr davon, ich will mehr davon. Und die größte Energiemenge wird dann produziert, wenn der Mixer eine gewisse Drehzahl hat und wenn die Messerqualität und das Design der Messer so gestaltet ist, dass in kürzester Zeit auch alles aufgebrochen wird an Zellulose und an Nährstoffen und es wird ein cremiger, Smoothie-ähnlicher Brei, der ja, eine schöne, fluffige Konsistenz hat. Dann kann man davon ausgehen, dass alles aufgespalten ist und dass über den Magen-Darm-Trakt alles ins Blut geleitet wird, was notwendig ist. Man hat also hohes Geschmackserlebnis und eine hohe Nährstoffausbeute. Ja. Das sind meiner Meinung nach nur Mixer über 400 Euro, weil die das Potenzial haben und auch Technik. Ja, aber ich finde es ganz wichtig, dass, wie du sagst, dass es also durchaus auch Sinn macht, um es mal rauszufinden, so ein einfacher Küchenmixer. Viele haben ja auch schon einen Mixer zu Hause, dass man einfach damit mal anfängt. Und ja, mein Tipp dazu ist, dass man vielleicht wirklich dann von den Mengen her das Ganze mal runter reduziert, nicht zu viel, weil meistens das Problem bei diesen Mixern, dass die einfach diese hohen Geschwindigkeitsstufen, dass die das nicht ausgelegt sind, irgendwann einfach abrauchen. Also da haben wir einige gehimmelt, sag ich mal, einige Mixer, bis wir irgendwann gesagt haben, gut, wir kaufen jetzt mal einen richtig guten Mixer. Also es geht auch, wenn man zum Beispiel sagt, ich nehme jetzt mal nur Wasser mit dem Pflanzengrün, mix das mal durch und wenn ich dann schön das Ganze cremig habe, also ich rede jetzt vom Küchenmixer, dass ich dann weiches Obst dazu gebe, zum Beispiel Banane oder eine Birne, wo ich die Kerne rausgemacht habe und so. Und dann kann ich damit auch einen ganz leckeren grünen Smoothie zubereiten, der auch seine Daseinsberechtigung hat und immer noch ein Vielfaches besser ist als so ein Ding, sage ich mal, ein Smoothie da aus dem Regal oder ein Pülverchen. Ja, auf jeden Fall. Weil einfach viel mehr drin ist. Aber klar, es geht immer noch besser. Und wenn man es genauso macht, wie du sagst, also hohe Umdrehungszahl, das heißt, die Zellen werden wirklich aufgebrochen und wir können viel mehr von den enthaltenen Nährstoffen dann auch aufnehmen, dann ändert sich auch was von der Konsistenz. Also ich merke das immer wieder, es ist viel, viel cremiger. Ich merke das auch, wenn ich Besuch habe und Leute, die einen normalen Mixer zu Hause haben, die sagen dann, boah, die schmecken ja irgendwie ganz anders, schmecken besser. Ja. Das liegt genau dann da dran. Also es ist also ein gesundheitlicher Vorteil und auch geschmacklich, Konsistenz. Mehr Nährstoffe ist auch mehr Geschmack. Ja. Und bei den anderen Mixern, die nicht unbedingt dafür entwickelt wurden, sind aber schon zu Hause stehen, mein Tipp wäre, Obst und Blätter klein schneiden, so klein wie möglich, damit der Mixer nicht so viel Arbeit hat. Denn der wird dann auch irgendwann warm durch die Reibung, je länger der läuft. Man will es dann noch ein bisschen feiner haben, man produziert aber dadurch auch Wärme. Wenn man aber vorher schon alles schön klein schneidet, dann ist der Mixer schneller fertig. Man kann auch einen Eiswürfel mit dazu tun, aber das Kleinschneiden von Obst und Gemüse hilft, um eine schöne Konsistenz zu produzieren. Ja, und du kennst dich natürlich deshalb so gut auch mit den Mixern aus, weil du eben auch ein eigenes Gerät entwickelt hast, den RevoBlend. Ja. Und von daher, klar, ist natürlich auch ein Gerät, was du selber benutzt und wo du auch voll hinterstehst. Ja. Und was, denke ich, auch zu den besten Geräten gibt, die am Markt erhältlich sind. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele. Ja. Man kann da fast den Überblick verlieren. Aber es gibt eben einige wenige, die wirklich darauf auch ausgelegt sind, grüne Smoothies zu mixen, von den Messern her und von der Geschwindigkeit her. Und das eben auch, ja, wenn man die mal ein bisschen länger laufen lässt, dass die Dinger nicht irgendwie kaputt gehen. Ja. So ist es, so ist es. Ja, wir haben den dafür konzipiert. Und ich selber war immer mein kritischer Punkt in dem Falle, es musste mir gut schmecken, es musste mir die Cremigkeit und so weiter geben. Das war der Referenzpunkt, an dem habe ich alles gemessen. Und so haben wir dann auch das Gerät nach Deutschland gebracht. Und es gibt viele zufriedene RevoBlend-Benutzer, die das immer wieder bestätigen. Und das, was du eben erzählt hast, wenn Freunde zu Besuch kommen, die ein normales Küchengerät zu Hause haben und dann zum ersten Mal in Anführungszeichen richtigen grünen Smoothie trinken, schmecken sofort den Unterschied und sind begeistert. Und so soll es auch sein. Ja, sehr, sehr schön. Ja, die Rezepte, die du mitgebracht hast, wie gesagt, die gibt es zum Download. Direkt hier unter dem Video drunter gibt es den Link. Kann ich wirklich jedem empfehlen, einfach mal das auszuprobieren. Also wenn du jetzt zuschaust und sagst, du hast noch nie einen grünen Smoothie gemacht, hast vielleicht bis jetzt nur mal gekauft oder hast schon die ersten ausprobiert und suchst nach Inspiration. Hier hast du auf jeden Fall alltagstaugliche Rezepte, wo du es einfach mal ausprobieren kannst. Lade sie doch gerne runter. Und
Zusätzlich haben wir auch noch eine kleine Überraschung vorbereitet für alle, die bis jetzt hier durchgehalten haben bei unserem kleinen Interview rund um das Thema grünes Smoothie. Denn du hast eine Überraschung für uns mitgebracht, ein Geschenk. Magst du es uns mal kurz vorstellen? Ja, inspiriert durch meine Heilung von Krebs, der schon metastasiert war, und es war eine relativ hoffnungslose Geschichte. Aber wir haben das mit Fasten, mit Körperentgiftung und mit viel Chlorophyll haben wir das hinbekommen. Und ich war so begeistert von dieser neuen Energie, die ich plötzlich hatte. Ich war lebendiger, als ich jemals zuvor in meinem Leben war. Diesen Punkt haben wir ja noch gar nicht angesprochen, aber diese Lebendigkeit, die durch naturbelassene Nahrung und durch fein aufgebrochene Zellstrukturen bei grünen Smoothies in dein Leben treten, die sind so enorm, dass ich ja eigentlich gar nicht anders konnte, als diese Botschaft nach draußen zu bringen in Form eines Buches. Und dieses Buch heißt Wildkräuter, meine Lebensretter aus der Natur. Die Fotos der Wildkräuter habe ich selber dazu beigesteuert. Und Rezepte sind auch dabei, aber auch ganz normale Rezepte, Essrezepte, Kochrezepte auch. Wir blenden das Buch direkt mal hier gerade ein. Also das, so sieht das Buch aus. Und du hältst es sogar in die Kamera rein, dann machen wir es doch so rum, genau, wunderbar. Und ja, dieses Buch hast du uns mitgebracht. Ja. Und wir wollen es sogar verlosen, nämlich insgesamt 5-mal. Das ist richtig, ja? Richtig, ja. Sehr gut. Ja, also vielen Dank. Diese Energie wollen wir gerne weitergeben. Wir wollen dich animieren, denn einfach nur vom Zuhören passiert nichts. Es passiert eigentlich nur dann was, wenn du wirklich ins Handeln kommst und was tust und deine Ernährung änderst, umstellst. Grüne Smoothies sind einfach, so wunderbar, leicht zum Nachmachen. Und dieses Buch gibt es 5-mal und alles, was du tun musst, um dieses Buch zu gewinnen, ist unter dem Video auf meinem Blog grünundgesund.de einen Kommentar hinterlassen. Oder einfach kurz reinschreibst, warum du dich riesig freuen würdest, wenn du eins der Bücher gewinnst. Wildkräuter, mein Lebensretter aus der Natur von Ralf Borosius. Und unter allen, die das eingeben, bis zu dem Datum, das wir jetzt hier einblenden, wenn du bis zu diesem Datum deinen Kommentar abgegeben hast, dann bist du sozusagen mit drin im Verlosungstopf und wirst informiert, ob du gewonnen hast oder nicht. Beziehungsweise nur, wenn du gewonnen hast, natürlich, genau. Ja, wunderbar. Also vielen Dank, lieber Ralf, für diesen Gewinn, den du beisteuerst. Und ich wünsche allen viel Erfolg, die da mitmachen. Und jetzt lass uns vielleicht noch ganz kurz ein bisschen über diese Energie sprechen, weil das Thema ist ja so wichtig. Also ich kann es ja auch selber nur von mir nur berichten. Und weil ich es genauso erlebt habe, ich war wirklich am Ende körperlich. Ich war total fertig. Ich habe gesundheitlich ging es mir immer schlechter. Und das wirklich in einem Alter, wo man eigentlich sagt, das darf eigentlich nicht wahr sein. Ja, also das war wie so 30 Jahre alt, sag ich mal. Ne? Das ist ja kein Alter. Und ja. Energie ging wirklich runter, ja. Gewicht immer weiter hoch, Pickel, ja. Ständig Kopfschmerzen, ja. Probleme mit der Netzhaut, Augen, übelste Natur, der Form, dass ich gesagt bekommen habe, du wirst irgendwann blind werden. Also es hat sich so aufsummiert, es wurde immer schlimmer und immer Allergien und keine Ahnung. Und dann habe ich einfach angefangen, meine Ernährung umzustellen. Und bei dir ging es ja nochmal eine Stufe weiter, also mit deinen mit dem Krebs, der bei dir diagnostiziert wurde. Also bei mir ist die Energie sofort zurückgekommen. Also wie hat sich das bei dir denn so dargestellt, als du angefangen hast, da Ernährung umzustellen? Das waren, um genau zu sein, 3 Schritte. Der erste wichtige Schritt war die Entgiftung. Das ging natürlich über Fasten, das ging aber auch über bittere ayurvedische Medizin, alles natürliche Auszüge von ayurvedischen Pflanzen, die man in aufgekochten Tees trinkt. Die sind sehr, sehr bitter, um die Giftstoffe auszuleiten, die die Basis sind für diese Krankheit. Mhm. Man muss von der Säure wieder in den pH-Wert kommen, der basisch ist, damit man diesen Krankheiten quasi den Nährboden entzieht. Das war der erste Schritt. Der zweite war dann, mich heranzutasten an, welche Ernährung ist jetzt gut für mich. Also der Entzug von Brot und der Entzug von Zucker, das war schon also ziemlich heftig. Das hat fast ein halbes Jahr gedauert. Ja. Dann gab es im Februar keine Wildkräuter, habe ich mir also so eine kleine Weizensaftpresse gekauft und habe Weizengras selber gezogen in so einer Schale, die man beim Gärtner kaufen kann, und dann ist Weizengras gequetscht und diesen Schnaps getrunken, diesen grünen Shot. Das war schon mal ein guter Schritt, ein richtig guter Schritt. Da hat man schon gemerkt, da kommt Leben zurück. Gleichzeitig leitet man auch Giftstoffe aus, weil es eben sehr bitter ist, Weizengras.
dann bin ich im März, April auf den Knien über die Wiese und habe Gänseblümchen gepflückt und habe die direkt in den Mund gesteckt. Ich hatte von Mixern und von all diesen Dingen überhaupt keine Ahnung, aber ich wusste, ich brauche das, was die Natur uns schenkt. Ja. Gras selber habe ich nicht gegessen, aber es gibt auch Menschen, die essen in solchen Fällen einfach Gras, so wie Kühe auch, und erleben auch eine Rückführung in die Gesundheit, weil in Gras, in ganz normalem Gras, sind enorm viel gute Nährstoffe. Ja. Und bei mir waren es die Wildkräuter und da die Gänseblümchen, die schmecken wunderbar. Man kann sie einfach so essen und neugierige Hunde kamen vorbei und guckten mich an und eigentlich laufe ich da immer rum auf meinen Vieren. Und ja, das war der Schritt Nummer 2. Und Schritt Nummer 3 war dann im April, Mai mal so einen kleinen Mixer gekauft für 50 Euro. Ich habe auch gedacht, die sind alle gleich. Da sind 4 kleine Messer drin, ein Motor, es dreht sich, also kannst du nichts falsch machen. Und schon bald musste ich feststellen, das schmeckt nicht. Man muss das immer durch ein T-Sieb schütten, weil da so viele Stücke drin waren. Aber ich war auf dem Weg. Zucker war eh kein Thema. Zucker ist Nahrung für den Krebs, der musste reduziert werden. Später gab es dann Stevia und Xylit. Das tut dem Blutzuckerspiegel nichts, da kann man auch nichts verkehrt machen. Ja, und dann wurde der Mixer ein bisschen teurer und dann kam die Idee mit der eigenen Entwicklung, selber einen Mixer zu produzieren, der das mal richtig aufspaltet. Und so kamen wir dann zum RevoBand. Und die Energie hat eigentlich erst begonnen, als ich mit den Gänseblümchen angefangen habe. Das war so im April. Und dann kamen im Mai die ersten grünen Smoothies ohne Obst, also nur das Grün. Und da ging dann langsam die Energie durch die Decke. Und im Mai, Juni konnte ich dann, ich konnte im Büro nicht mehr einfach stundenlang sitzen, am Rechner arbeiten. Ich musste einfach raus. Das war, ich habe richtig vibriert. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Und gleichzeitig fiel mir auch wie Schuppen von den Augen, nicht nur, dass die Augen besser wurden von der Qualität. Also ich brauchte weniger Dioptrien, musste neue Brillen kaufen, sondern ich habe auch Dinge erkannt und verstanden, die ich vorher nicht verstanden habe und die ich nicht gesehen habe. Und das war nochmal ein Geschenk obendrauf, dieses mentale Wachstum, von dem wir ja eigentlich wünschen, dass es eintritt und stattfindet. Und wir wissen aber nicht, wie. Und ja, wie du schon mal gesagt hast, es gibt Menschen, die nehmen bewusstseinserweiternde Drogen und dann gibt es welche, die nehmen bewusstseinserweiternde Leben. Das habe ich in unserem Vorgespräch gesagt, genau. Ja. Wildkräuter sind wirklich bewusstseinserweiternde Lebensmittel. Ja. Und die bewegen etwas, von dem man eigentlich gar nicht weiß, dass die dazu in der Lage sind. Und das war das Geschenk obendrauf. Und wenn man dieses Paket einmal, wenn man da einmal Blut geleckt hat, in Anführungszeichen, man kommt da nicht mehr so leicht von weg. Ja. Ja, also Ernährung kann wirklich da eine ganz entscheidende Rolle spielen, wenn man denn sie weise und richtig auswählt. Und unsere Erfahrung, ja, und deine Erfahrungen haben wir jetzt hier gerne weitergegeben zu diesem Thema. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen aus diesem ganzen Themenkomplex und fühlst dich vielleicht ein bisschen inspiriert, öfter oder einen grünen Smoothie zu machen, überhaupt erstmal anzufangen, selber da mit zu experimentieren, wie auch immer. Und Inspiration dazu, wie gesagt, PDF direkt hier unten drunter. Und wenn du mitmachen möchtest bei dem Gewinnspiel für das Buch, dann kannst du das auch tun, wie gesagt, auf meinem Blog grün-und-gesund.de einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Und 2015, vor 2 Jahren ziemlich genau, haben wir ja schon mal ein Interview gehabt, da hast du ein bisschen mehr erzählt über deine Wandlung, über deine Krankheitsgeschichte und wie das Ganze abgelaufen ist. Also ganz, ganz spannend, deine Veränderungs- und Transformationsprozess, da den du durchlaufen hast. Mhm. Wer da noch ein bisschen mehr zu wissen will, den Link gibt es natürlich auch direkt hier unten drunter. Ja, lieber Ralf, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, dass du uns Einblick gegeben hast in die Thematik. Und ja, es war einfach mal unser gemeinsames Anliegen, diesen Punkt mal anzusprechen, zu sagen, grüne Smoothies, also wirklich selber machen und nicht aus dem Regal, kein Instant, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und die Superfoods wachsen vor der Haustür und die grünen Smoothies sind einfach eine tolle Möglichkeit, da die uns zugänglich zu machen. Ja. In diesem Sinne, bekommst du jetzt das letzte Wort, deinen Abschiedssatz an uns alle und dann beschließen wir dieses Interview. Dein letztes Wort an uns alle. Das letzte Wort, das vorerst letzte Wort wäre aufpassen, nicht in die Industriefalle tappen, mehr Zeit, mehr Bewusstsein für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit, mehr Verantwortung und mehr Aktivität und Fokus auf die eigene Ernährung, denn sie ist der Schlüssel
für ein gesundes Leben. Ohne Gesundheit kommt man nicht weit. Und wenn man die Gesundheit richtig aufbaut, hat man mehr vom Leben. Man kann es genießen. Man hat mehr Energie. Man ist in allen Bereichen aktiver und klarer. Der Schlüssel dazu ist, sich bewusster zu ernähren und zu unterscheiden, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Diese Entscheidung fällen und sich dann langsam auf die andere Seite begeben. Genau. Sehr schön, hast du das gesagt. Vielen, vielen Dank. Also dein letztes Wort natürlich für dieses Interview nur, ne? Also, genau. Also, vielen, vielen Dank. Ja. Und viel Spaß beim Nachmachen der grünen Smoothies. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn dir das Interview gefallen hat, wie gesagt, Kommentar zum Mitmachen oder ein Like auf YouTube. Würden wir uns darüber freuen. Wenn Fragen sind, gerne auch eine Mail direkt an Ralf. Kontaktdaten gibt es auch hier unten drunter. Auch die Infos zum Buch und zum Mixer. Alles hier unten drunter. Und ich muss es natürlich noch erwähnen, ich habe es vergessen zu sagen, sorry dafür. Wer mehr über dich erfahren möchte, die Frage, gibt es auf deinem Blog ralf-brosius.de. Das ist richtig, ja? Ganz genau, danke. Genau, ganz, ganz wichtig. Da gibt es auch, wer eine Info von dir möchte oder vielleicht nur eine Frage hat, gibt es dort auch die E-Mail-Adresse. Dort einfach mal gerne nachschauen. Alle Infos, also auf ralf-brosius.de. Vielen Dank an dich, Ralf, für das tolle Gespräch, für das inspirierende Gespräch. Immer wieder eine Ehre, dich im Interview zu haben. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und ja, jetzt erstmal sagen wir bis bald und ciao, ciao. Macht's gut. Euer Andreas. Ciao, ciao. Grün und gesund.de. Macht's gut. Ciao.